Wir alle sind uns einig, wenn du mit einem Hund zusammenlebst, das erhöht die Lebensqualität extrem. Du willst das auch nicht mehr missen. Es ist ein Traum, mit einem Hund zusammenzuleben. Und wenn eines Tages dieses Tier stirbt, dann sagst du doch nicht, ach komm, das nächste Tier wird ein Karpfen. Nee, du bleibst beim Thema Hund. Aber so toll wir das finden, kommen wir um ein Thema nicht herum, Aggression. Und jetzt verziehen sich schon die Gesichter, denn das Wort Aggression ist ja sehr negativ besetzt. Ich rede aber jetzt nicht von Aggression, sofort fließt Blut und einer Zähne fletschend auf den anderen. Denn zunächst mal halten wir fest, Aggression hat eine biologische Funktionalität und verschafft erstmal auch einen kleinen Vorteil. Es fließt aber nicht sofort Blut. Schau mal, 10.000 Menschen in der O2 World Berlin. Freie Platzwahl, um sich da die erste Reihe zu ergaunern. Behaupte ich, bedarf es einer gewissen Portion territorial motivierter Aggression. Ich stelle nicht die These auf, dass die jetzt jemanden geschlagen haben, ne? Aber die haben sich schon behauptet. Bei Hunden will ich aber jetzt genauer hingucken und teile mal Aggression in zwei Blöcke. Aggression innerhalb des Rudels, Aggression außerhalb des Rudels. Und wenn wir da bei der Aggression nach draußen mal Rüde und Hündin vergleichen, stellen wir fest, dass der Rüde zigmal häufiger streitet als die Hündin. Der Rüde ist wettbewerbsorientierter, der ist ja tatsächlich ein bisschen zänkischer draußen. Aber wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, dass es bei den Rüden bei sogenannten Kommentkämpfen bleibt. Da wird sich ein bisschen imponiert, ein bisschen Show gemacht, da fliegt ein Büschel Fell, mehr nicht. Wehe, die Hündin kommt dazu. Das ist im Grunde wie bei den Menschen vergleichbar. Also das ist ja auch, nee, Moment mal eben, das ist doch so. Das ist doch wohl so, wenn zwei Männer sich mal in die Haare kriegen, da wird ein bisschen geschubst, ein bisschen gemotzt, danach können die wieder ein Bier zusammen trinken. Wenn ein Mädchen sich in der 7. Klasse vornimmt, die Zicke mach ich platt. 25 Jahre später beim Klassentreffen ist die wieder dran. Ja? Da wird's knallhart. Gut, die Männer streiten öfter, die Rüden streiten öfter. Warum ist das eigentlich so? Warum hat die Natur das so gemacht? Leider müssen wir feststellen, das Männchen ist nicht so wichtig wie das Weibchen biologisch betrachtet. Ja? Das ist natürlich sehr schade. Nee, da braucht ihr nicht zu klatschen, ihr braucht die Männer nicht zu mobben. Aus! Nee, das ist tatsächlich echt so. Es werden immer die Männer geopfert. Ja? Schiff geht unter, der Kapitän schreit sofort, Frauen und Kinder zuerst! Gut, jetzt nicht der italienische Kapitän, der holt erst mal ab. Aber eigentlich ist es doch so, dass wir immer hören, Frauen und Kinder zuerst. Das Schiff geht unter, das sagt der Kapitän doch nicht. Übrigens, die stark übergewichtigen älteren Herren bitte zuerst ins Beiboot. Es werden erstmal Frau und Kind gerettet. Warum? Wir brauchen viele Frauen, viele Kinder, um ein Volk aufrechtzuhalten. Aber wenn wir ehrlich sind, reicht ein junger, gesunder Mann aus, um Berlin aufrechtzuhalten. Ja? Das heißt, ja, biologisch gesehen ja nicht falsch. Ne? Das heißt, wir können also ohne Probleme sagen, nach draußen streiten die Männer öfter. Jetzt gehen wir kurz ins Rudel. Da sieht die Welt völlig anders aus. Ja? Wer von euch hat Rüde und Hündin zu Hause? Und da werdet ihr feststellen, dass statistisch gesehen die Hündin das Sagen hat. Da läuft es in aller Regel so, der Rüde rennt den ganzen Tag um die Hündin rum, leckt ihr das Maul ab und sagt, guck mal, ich habe ein Schweinöhrchen gebastelt, spiel doch mal mit mir. 8 von 10 Mal sagt die, zisch ab, du Blödmann. 2-mal lässt sie sich herab und spielt mit ihm. Dann wird er aber direkt komatös gespielt und kurz bevor er wirklich umkippt, sagt die, komm, zisch ab, du kannst auch nichts. Ja? Die entscheidet das und die ist auch viel heftiger und viel häufiger aggressiv. Ich hatte vor vielen Jahren in Köln einen Kunden, Professor Pougin. Weiser Mann, 85 Jahre alt, kam mit Rüde und Hündin ins Training. Die beiden hatten ganz schöne Zankereien. Ich sage immer, ist nicht sonst so meine Meinung, aber bei den beiden würde ich es echt laufen lassen. Die wird dem so lange eine vernageln, bis er kapiert, wer hier die Nummer 1 ist. Er, Herr Rüther, das erinnert mich aber stark an meine verstorbene Frau. Ja? Herr Rüther, ich war 50 Jahre in der Ehe, stets der Kopf der Familie. Die? Immer der Hals, hat mich hingedreht, wohin sie wollte. Konntest du erzählen, was du willst. Und dieses Beispiel zeigt, dass Aggression auch mal funktional ist und dass die nicht sofort mit riesenheftigen Streitereien verbunden ist. Wir Säugetiere, Hund und Mensch, sind in der Lage, ernste Aggressionen zu kanalisieren. Nochmal ein Beispiel zu Menschen. Wenn du einen Lebenspartner hast über viele Jahre, ihr seid ein Paar, ein Pärchen, dann kennt ihr ja auch andere Menschen, die ein Pärchen sind, man ist befreundet mit denen und irgendwann so alle paar Wochen kommt ein Pärchenabend. Also das ist für die Männer die Hölle. Ne? Kurz vor Guantanamo, alles wollen wir, nur keine Pärchenabende. Aber wir halten durch. Denn wir Männer wissen,
du musst es nur bis in die Kneipe schaffen. Und dann dauert es 5 Minuten, dann sitzen da die 3 Männer und da die 3 Frauen. Dann wird der Abend schön, du fragst dich zwar, wozu hast du die mitgebracht, aber es wird ein schöner Abend. Alle sind auch damit happy, diese 3 Paare sind glücklich in dem Moment. Jetzt kommt aber nach 3 Stunden eine 7. Person mit an den Tisch. Und diese 7. Person ist so ganz zufällig so ein 1A unkastrierter Mischlingsrüde, so eine Kategorie Brad Pitt, George Clooney. Du willst ihn eigentlich direkt schlagen. Ja? Aber es hat sich gesellschaftlich nicht durchgesetzt. Also weißt du, es klingt nicht sehr sexy, wenn du ihn sofort attackierst. Du hast aber eins im Kopf, du musst dem Typen jetzt klar machen, mein Weibchen. Du willst ihn in irgendeiner Weise markieren. Eigentlich willst du drüber pinkeln, aber auch das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, aber du willst es im Grunde. Ne? Und deshalb musst du dem Typen sagen, hier, meine. Und dann geht mancher Mann hin, zack, das Weibchen in den Arm. Ein Schmatzer auf die Wange hier. Mein Weibchen. Das Doofe ist nur, in der Sekunde strampelt die sich frei. Sag mal, bist du bekloppt? Jetzt hast du 3 Stunden nicht mit mir geredet. Hau ab! Das ist also biologisch keinesfalls funktional. Denn der andere Rüde checkt jetzt, die haben Streit, da geht was, da bleibe ich doch ein bisschen, ja? Und weil wir Männer des 21. Jahrhunderts wissen, das ist biologisch nicht funktional, haben wir uns zu feingeistigen, hochsensiblen Wesen entwickelt. Ja, das heißt, ja, Männer, oder? Ha? Wir sind feingeistig und hochsensibel in der Kommunikation. Wenn dieser Typ jetzt mit an den Tisch kommt, dann lächelst du deine Frau an. Deine eigene Frau. Du lächelst deine Frau an. Eure Blicke treffen sich und du merkst, der Zauber ist wieder da. Und die Herzen fliegen einander zu und du schaust sie an, du schaust sie intensiv und lange an, sehr, sehr lange. Denn du weißt, solange ich sie angucke, kann sie ihn nicht angucken. Und du merkst, die Magie ist zwischen euch unbändig. Und dann kommt dieser Moment, du nimmst eine Strähne ihres Haares und packst sie hinter ihr Ohr. Ja, okay, es ist nicht Liebe, es ist Brutpflegeverhalten, streng genommen. Ja? Ich meine, das ist ja so ein vertrauter Akt, da sagst du dem Typ sofort, hier mein Weibchen, die putze ich, wann es mir passt. Das würdest du nie mit einer fremden Frau tun. Du gehst doch nicht ins Restaurant, hören Sie mal, Sie haben die Haare strubbelig, kommen Sie mal eben her. Ja? Das heißt, du hast dem Typen erklärt, du kannst dich auf den Kopf stellen, hier, die putze ich, pflege ich, wann es mir beliebt. Die Männer übrigens, habe ich festgestellt, sind sogar so sensibel geworden und so feingeistig, dass die in der Lage sind, das Weibchen verbal zu markieren. Was sagt er zu seiner Frau, wenn dieser Clooney an den Tisch kommt? Sofort zu ihr. Nein, nicht Schatz, bitte nicht Schatz. Das ist so plump, dann pinkeln sie lieber an. Das ist wenigstens lustig. Ja? Mach es nicht. In dem Moment hörst du den Mann sagen, hast du unseren Haustürschlüssel eingepackt? Weißt du, hier, Alter, wir leben in einer Höhle. Kannst du dich auf den Kopf stellen? Ich habe einen Schlüssel dafür. Ne? Den sperre ich ein im Zweifel. Ja? Das heißt, es ist eine völlig klare Ansage. Markierverhalten, das ist meins. Das Doofe ist nur bei Säugetieren. Immer dann, wenn irgendeiner sagt, das ist meins, gibt's Ärger. Der andere sagt ja nicht, ach ja, pff, klar, komm, dann gehe ich wieder. Nee, mal dir doch mal aus, was hier los gewesen wäre. Wenn nach der Pause die komplette letzte Reihe gedacht hätte, komm, zweiten Teil machen wir erste Reihe. Hölle, 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 kann ich nur sagen. Ne? Und das ist wirklich verrückt, dass deshalb auch viele Menschen zu mir sagen, Herr Rütter, mein Hund, der benimmt sich so, als wäre das sein Haus. Wie als wäre? Das ist doch sein Haus, ja. Ernsthaft, die Leute geben mir einen Verhaltenskatalog mit, was ich mit dem Hund zu tun und zu lassen habe, wenn ich die besuche. Ja, ich komme dann Freitag 13 Uhr, komme ich zu Ihnen, ne? Ja, Freitag passt super, 13 Uhr, klasse. Ja, ich klingel dann. Nee, ich klingel viel zu laut für den. Ja, dann klopfe ich. Nicht klopfen, da rastet der aus. Ja, wie soll ich mich denn bemerkbar machen, bitte? Kommen Sie bitte hinten durch den Garten. Dann komme ich wirklich durch den Garten. Dann nehmen mich Menschen in Empfang, führen mich zum Haus. Da steht ein Hund auf der Terrasse, starrt mich an. Gucken Sie nicht in die Augen, da fühlt er sich provoziert. Ja, okay, bringen Sie mich bitte ins Wohnzimmer. Dann führen die mich ins Wohnzimmer. Ich will so vorsichtig mit dem Hintern auf die Couch. Nicht auf seine Couch, das kann der schon gar nicht aushalten. Dann torkelst du da durchs Wohnzimmer. Ja, wohin denn? Bitte nicht Richtung Küche, da ist sein Napf, der ist total futteraggressiv. Kommst du wieder zurück? Kommen Sie mir nicht so nah, da wird der eifersüchtig. Was kommt denn als nächstes? Hier, bitte Ihr Sauerstoffgerät. Atmen Sie nicht seine Luft weg oder wie? Die haben einen 10-Kilo-Köttel zu Hause und die ganze Welt dreht sich um den Hund. Das ist doch völlig durchgedreht. Und wenn du das machst, da musst du dich doch nicht wundern, wenn der Hund irgendwann eine ganz ernstzunehmende, knallharte, territorial motivierte Aggression entwickelt.
Hä? Das war zu komplex, ich erkläre es nochmal. Pass auf. Ein Territorium besteht verhaltensbiologisch aus zwei Räumen. Es gibt den sogenannten Kernraum, das ist da, wo die Hunde ihre Welpen aufziehen und ein Umkreis von knapp 100 Metern. Bei uns wäre es Haus, Wohnung. Dann gibt es einen sogenannten Aktionsraum. Das ist bei den Hunden der Radius, den die jeden Tag draußen zurücklegen. In der Natur wären das so 20 bis 40 Kilometer, die die jeden Tag latschen. Ja? Die gehen da Futter suchen, die spielen da, die markieren und so weiter und so fort. Bei uns ist der Aktionsraum da, wo wir uns auch täglich aufhalten, aber wo es nicht uns gehört. Für die Jugendlichen ist es die Schule, wo wir jeden Tag hin müssen. Für die Erwachsenen die Arbeitsstelle, der Sportverein, wo wir uns aufhalten. Oder vielleicht der Park, in dem wir jeden Tag spazieren oder joggen gehen. Wenn du in den Park joggen gehst, wo du jeden Tag bist, sitzen da plötzlich 5 Jugendliche und grillen. Hast du doch direkt so einen Hals. Du denkst sofort, der Hund hat da nichts zu tun, was macht der überhaupt hier? Ne? Du denkst, das ist so ein bisschen dein Territorium. Ist es nicht, das ist ein städtischer Park. Jetzt joggst du an denen vorbei, murmelst dir einen in den Bart, aber du vertreibst die nicht. Jetzt mal dir mal aus, du joggst weiter und die 5 Jugendlichen denken sich, komm, der Typ ist nicht da, gehen wir bei dem im Garten weiter grillen. Jetzt kommst du nach Hause gejoggt und jetzt sitzen die da. Da sagst du doch nicht, und Jungs, habt ihr eine Bratwurst für mich? Nee, jetzt wird's ernst, einer geht, die oder du. Es kommt jetzt eine ernste Aggression. Warum sage ich das und warum erzähle ich das? Wir haben in Deutschland einen Trend zur Mehrhundehaltung. Immer mehr Menschen wollen mehrere Hunde halten. Die machen aber immer den Fehler, die haben schon einen Hund zu Hause und bringen einen anderen mit in diesen Kernraum. Und dann geht meist direkt die Hölle los. Wenn du also einen zweiten Hund in deine Familie etablieren willst oder einen dritten, vierten, fünften, dann musst du das in einem neutralen Gebiet machen. Da, wo die Hunde noch nie waren. Und wenn die da gut klarkommen, dann geht's in den Aktionsraum und wenn die da gut klarkommen, in den Kernraum und dann kann das seinen Gang gehen. Wir Menschen müssen akzeptieren lernen, dass auch nicht jeder Hund jeden liebt. Guck mal, bei Menschen, 96% der Menschen, die du triffst, willst du nicht zweimal treffen. Hast du überhaupt keine Lust drauf. Beim Hund sagen wir hier alle lieb haben, muss alle lieb haben. Geht nicht. Wir müssen akzeptieren, dass Hunde territoriale Ansprüche haben und sich ausbreiten wollen, Platz haben wollen. Nicht so intensiv wie Menschen. Wir Menschen markieren unser Revier natürlich viel intensiver. Habe ich jetzt sehr leidvoll erlebt, als wir im Urlaub waren mit der Familie. Ich habe 4 Kinder und wenn wir nach Mallorca fliegen, dann gehen wir da nicht zum Wandern hin. Mit 4 Kindern fährst du in eine Ferienanlage. Jetzt muss ich vorab sagen, wir sind eine Frühaufsteherfamilie. Also ich stehe gerne früh auf, die anderen müssen mit. Und so sind wir also im Urlaub jeden Tag 7:15 im Speisesaal. Oh. Ja, wenn du 4 Kinder hast, musst du das tun. Die sind so verpennt, da kannst du in Ruhe Zeitung lesen, die halten die Klappe, das ist super. Jetzt waren wir also jeden Tag da, 7 Tage. Irgendwann sagt Marvin zu mir, 13 Jahre alt, Papa, wir sind ja immer die Einzigen hier im Speisesaal, das habe ich jetzt begriffen, aber wenn wir hier hinlaufen, kommen wir immer am Pool vorbei, wie kommen die Handtücher auf die Liegen? Ist das so eine Art Service des Hotels? Ich sage, nee, Marvin, das ist kein Service. Da gibt es doch tatsächlich Menschen, die stehen um 6 Uhr morgens auf, legen ein Handtuch hin und gehen wieder pennen. Papa, was soll das? Ja, ich sag Marvin, guck mal, verhaltensbiologisch betrachtet sind wir hier in einem sogenannten Aktionsraum. Die Menschen haben das Bedürfnis, das Revier zu erweitern. Die suchen eine Sicherheits- und Schutzzone. Die möchten also diesen Teil des Reviers markieren. Pinkeln und Koten auf einer Liege hat sich auch nicht so richtig durchgesetzt. Also nehmen die halt ein Handtuch. Er lässt das sacken. Nach einer Minute, Papa, aber was würde jetzt passieren? Was würde jetzt passieren, wenn wir alle Handtücher nehmen und einfach auf einen Haufen schmeißen? Ja, denkst du als Vater, die Saat geht auf, das Kind denkt mit. Und wenn ein 13-jähriger Junge sich über Nacht für verhaltensbiologische Experimente interessiert, dann musst du es tun. Da hast du einen Bildungsauftrag und dann musst du es tun. Ohne Wenn und Aber, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich sag, okay, gut, komm mal, okay. Ich sag, pass auf, wir machen Folgendes. Du nimmst die Videokamera, wir gehen jetzt zum Pool und dann kannst du es filmen und wir werden danach so wunderbare, verhaltensbiologisch betrachtete, territorial motivierte Aggressionsmimik bei Menschen sehen, das ist sehr schön. Wir zum Pool, ich auf eine Liege, ich sag, Marvin, du kannst alles filmen, ich schwöre dir, ich gehe hier nicht weg. Und ich werde auch keine Miene verziehen, ich bleib einfach hier liegen. Wir alle Handtücher auf einen Stapel und zwar direkt vor das Schild, wo steht, Liegen reservieren verboten. Interessanterweise gibt es dieses Schild nur in deutscher Sprache.
So, pass auf, jetzt liege ich da, Marvin, die Kamera im Anschlag, Spaß wie Bolle. 8:30 kommen die ersten Touristen, du siehst von Weitem schon so ein Hals, ne? Motzen sich was in Bart, Mama, Marvin immer mit der Kamera drauf, kommen nah an unsere Liege und wühlen jetzt in den Handtüchern und motzen. Wer macht denn sowas? Marvin immer um die rum und drauf und so, ne? Ich war völlig entspannt, denn da war nur Blöfferei. Das ging eine Stunde nicht, ein Mensch war ernsthaft aggressiv. Und dann sah ich so im Augenwinkel gegen 9:30 die Menschen, auf deren Liegen wir lagen. Problem war, das war so eine 1A RTL2-Familie. Also ich gehe fest davon aus, die hatten sich schon zigmal bei Frauentausch beworben. Aber da hat der Sender gedacht, nee, die sind uns zu krass, die können wir echt nicht nehmen. Ne? Ich zu Marvin, pass mal auf, tust du mal die Kamera jetzt weg. Wir beide gehen jetzt mal so ein bisschen schwimmen am Meer. Ja. Nee, Papa, jetzt wird's interessant. Das ist ja das Gemeine, mit 13 dreht die ja von Tag zu Tag neu durch. An manchem Tag denkst du, oh, der wird erwachsen, wird wohl ein Frühkastrationskandidat, so wie der drauf ist. Aber in so einem Moment weiß der genauso, wenn jetzt einer auf die Schnauze kriegt, dann der Alte, ich hab Welpenschutz. Zack, sitzt er da, ne? Er ein Gekicher in der Bude. Und jetzt steht da dieses RTL-2-Rudel, ja? Absolut klassisch, vierköpfig. Zwei Welpen dabei, ich denke mal, die Kinder waren so 6 bis 8. Er, kompakter, kräftiger, definitiv unkastrierter, testosterongeladener Rüde. Sie war so die Abteilung ältere Hündin, sag ich mal. Ne? Ja, die war schon ein bisschen abgearbeitet, das konntest du sehen. Ne? Hör mal, die haben diskutiert und für eine Sekunde habe ich gedacht, so, jetzt haut sie einen raus und schreit, Robert, meine Liege. Hol den Heli! Ja. Kam aber nicht. Die haben miteinander diskutiert und wir haben doch vorhin gelernt, die Entscheidung trifft die Hündin. Geopfert wird der Rüde. Sie hat ihn geschickt. Stellt sich vor meine Liege, Marvin, Erstickungsanfälle vor Lachen. Sofort auf, an den Rall, ja? Geguckt, der Papa liegt da. Papa, Puls 150. Oh, shit. Der erste Satz, den er sagt, sprechen Sie Deutsch. Du denkst, ey, haben Sie echt das jetzt mit dir? Sprechen Sie Deutsch. Wenn ich es nicht kann, was hätte ich wohl geantwortet, ja? Eine Sekunde dachte ich so, jetzt kommt Hagebuttentee. Jetzt lag ich da, ganz wirklich, ich hatte wirklich Schiss. Ich dachte, oh nein, nein. Aber du hast dem Jungen versprochen, halt durch. Ey, der Marvin, so was von dreist, immer um mich herum, dann ihm wieder, weißt du. Und dann ging es richtig zur Sache, eine Minute lang. Wir kommen seit 6 Jahren in diese Ferienanlage, wir stehen jeden Morgen früh auf, stehen sie selber auf, wir brauchen den Schatten, bam, 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 bam. Und dann passierte es, er ging. Er hatte keinen Plan B, sein Kommunikationsrepertoire war doch relativ begrenzt. Er wieder zurück zum Rudel, hängende Ohren, hängende Klöten, ab zum Rudel. Und dann hat die dem einen Einlauf verpasst. Kannst du dir nicht vorstellen, ja? Richtigen Anschiss vom Feinsten. Und dann kam sie. Im Stechschritt auf mich zu. Bom, bom, bom. Kein Wort gesagt. Direkt die Liege genommen. Am Ritter gerappelt. Wumm, den Ritter zur Seite. Dauerte 30 Sekunden. Da lagen alle wieder da, wo sie hingehören. Aber Marvin schön immer die Kamera drauf, weißt du? Seit 6 Monaten höre ich mir von diesem Jungen an, Papa. Wir können über Taschengeld diskutieren, ich kann das Video auch bei YouTube hochladen. Weißt du, da haben wir alle was davon. Ist ja kein Problem. Ruhig gedreht sind die. Yo, YouTube. Irre sind die. Und ich meine, überleg dir das doch mal. Warum erzähle ich so eine lange Menschengeschichte? Die haben sich benommen wie Hunde. 1:1 wie Hunde haben die sich benommen, wie ein Hunderudel. Ja, nee, nee, nee. Keine Funktion, wird abgewatscht vom Weibchen und dann klärt sie das mit aller Schärfe. Und die Welpen waren weg zum Spielen. War denen völlig egal, hat die gar nicht interessiert. Du kriegst doch keinen 10 Wochen alten Welpen nach Hause und der stellt sich sofort in Hausflur, hier kommt keiner mehr rein. So benimmt er sich doch erst, wenn du den 3 Jahre systematisch versaut hast. Ja, ich lasse die Information mal kurz sacken. Was ich damit sagen wollte, Schuld hat nie der Hund. Und jetzt denkt er viel, wer dann? Im Zweifel der Mann, ist egal. Ne?